Guten Morgen! Ich hatte ja schon ein Video zum Minimalismus gemacht, aber eher bezugnehmend auf die Kritik zum Minimalismus, also das öffentliche Ansehen und ja, und das findet ihr oben in den Infokarten als zu meiner ja, persönlichen Sichtweise und auch meine persönliche Meinung. Und die habe ich kurioserweise gar nicht so in dem Video festgehalten, glaube ich. Und jetzt kam die Nachfrage, hast du schon mal ein Video zum Minimalismus gemacht? Ich habe darauf verwiesen und dabei mir das Video nochmal angeschaut. Und ja, und dann gesehen, dass ich meine Position zum Minimalismus gar nicht so direkt hervorgetreten habe. Die meisten von euch werden sich das sicherlich denken können, aber ich möchte einfach mal das Video nutzen, um meine Position zum Thema ja, offenzulegen. Und um meine Position zu verstehen, müssen wir ein wenig ausholen und meine Geschichte betrachten. Weil, wie so, bei so vielen ist es so, dass meine Geschichte und meine Erfahrung meine Entscheidung geprägt haben. Also ich habe vor ca. 7 Jahren mein Zenit, was die finanzielle Situation angeht, gehabt und habe ziemlich gut verdient, sodass ich in kürzester Zeit und ohne lange zu überlegen mir alles kaufen konnte, was ich wollte. Egal was mir in den Sinn kam und ich ja, den Wunsch nach einem materiellen Besitztum sozusagen sofortig manifestieren konnte und nie wirklich ja, darüber nachdenken wirklich musste. Ich habe ihn einfach immer erfüllt. Ja, quasi das komplette Gegenteil vom Minimalismus. Ich habe alleine in einem 200 Quadratmeter Penthouse gewohnt, wovon ich zwei Zimmer nicht einmal genutzt habe. Also daran erkennt man ja mein Verhältnis damals zum Geld. Ich habe die besten Restaurants und damit die besten Hotels in Deutschland besucht, was mein großes Hobby damals war. Ich habe mir auch immer das Auto kaufen können, was ich wollte. Ich habe mir ein Fotostudio gekauft und so weiter. Ich hoffe, ich kann das jetzt alles mal aufführen, ohne dass das jetzt wie ein Angeben oder ähnliches wirkt. Dafür kennt ihr mich, glaube ich, jetzt gut genug. Es liegt halt auch schon 7 Jahre zurück. Ich möchte euch nur meine Geschichte etwas näher bringen und damit man das Gesagte von mir auch besser einordnen kann. Dass das jetzt nicht irgendwie ein Gedankenkonstrukt ist, sondern dass auf Erfahrung beruht. Ich habe dann irgendwann angefangen, das Glück, was ich durch einen Kauf generiert habe, dieses Glücksgefühl, genauer zu betrachten. Als erstes habe ich ja, dieses intuitive Glücksgefühl auf einer Skala von 1 bis 10 versucht zu, ja, also einen Wert zu geben, einen, ja, zu abstrahieren, also dieses Gefühl in eine Skala einzuordnen, den ja, dieser Kauf dann auslöste. Und dann hatte ich einen zweiten Wert, das war die Anzahl von Tagen, wie lange dieses Glücksgefühl dominant in mir anhielt. Das heißt, dass ich wirklich dieses Glück auch gespürt habe und mich nicht daran erinnern musste, wie glücklich ich bin. Also von selbst das kam. Und dann in einer dritten Spalte entsprechend den Euro-Wert, den dieses Gut und analog das Glück gekostet hat. Ein Beispiel, Kauf des letzten Autos. Glücksgefühl war 9 von 1 bis 10. Tage, die dieses Glücksgefühl angehalten hat, 6. Und der Preis waren 40.000 Euro. Also kosten mich neben den praktischen Vorteilen des neuen Autos durch die vergrößerte Ladefläche, weil es ein SUV war, kostet mich ein fünftägiges Glück der Qualität 9 40.000 Euro. Irgendwann habe ich nicht nur die Ausgaben aufgeschrieben und das Glück bewertet, sondern auch das Glücksgefühl, was ich durch andere Sachen generiert habe. Das Einschneidendste und das, was mich diesen exzessiven Geldausgeben, dieses exzessive Geldausgeben beendet hat lassen. Das war ein schöner Abend mit Freunden, der mich 10 Euro gekostet hat und ebenfalls Glück der Qualität 9 für 2 Tage ja, generieren hat lassen. Bei dem Auto wären die 2 Tage Glücksgefühl mit einem Preis von ca. 13.000 Euro zu Buche geschlagen. Jetzt mal angenommen, ich hätte nicht so viel Geld gehabt und müsste für das Auto ein Jahr oder noch länger arbeiten. Ich wäre total komplett bescheuert, wenn ich so viel Geld für das wenige Glücksgefühl ausgeben würde. Zumal es das alte Auto ja eigentlich auch noch getan hätte. Da habe ich mir das wirklich nur gekauft, weil ich dachte, oh, neues Auto, integriertes Navi und was auch immer da. Ledersitze. Ja, ne, also, aber solche Entscheidungen habe ich in meinem Leben damals am laufenden Band ja, getroffen. Aber wirkliches Glücksgefühl im Sinne einer Zufriedenheit, das ist ständig ohne Geld generierbar. Aber man verliert die Übung darin, dieses Glück ohne Geld zu generieren. Während ich als Kind Meister darin war, Glück ohne Geld zu generieren, indem ich mir eine Bude gebaut habe oder sowas, bin ich auf einen gewissen Geldbetrag auf meinem Konto zum Glück durch Konsum geswitcht und habe die Fähigkeit, mich ohne Geld glücklich zu machen, einfach vernachlässigt. Ich habe sie nicht komplett verlernt, aber ich habe sie vernachlässigt. Geld zu generieren kostet in der Regel Zeit. Wenn man dazu noch die Arbeit nicht liebt,
dann macht es einfach keinen Sinn mehr, Geld zu verdienen, als oder so viel Geld zu verdienen, als man wirklich braucht, um den Rest der Zeit benutzt, um sich glücklich zu machen. Eben mit diesen Mechanismen, die kein Geld kosten, das Glück zu generieren, diese Zufriedenheit. Dieses glücklich, muss ich auch mal dazu sagen, gebrauche ich im Sinne einer wohligen Zufriedenheit und keines intensiven, alles ausblendenden, keiner intensiven, alles ausblendenden Ekstase. Ne? Also das unbedingt mal zum Festhalten, das ist das grundlegende Zufriedenheitsgefühl. Und ja, das war dann die Zeit, wo ich angefangen habe umzudenken. Und daraus ist dann auch meine Aversion gegen unreflektierten Konsum entstanden. Dinge zu kaufen, die man nicht wirklich praktisch braucht, sondern nur wegen einem Glücksgefühl. Und in Relation zu anderen Glücksgefühlen, ja, auch nur einen kurzen kleinen Glücksgefühl. Da auch der eigentliche Sinn des YouTube-Kanals, ne, der ja früher Christian Checkt hieß, habe ja hin und wieder meinen Namen geändert. Also, dass ich Produkte, die ich selber mal gekauft habe, offen teste und anderen Hinweise gebe, ob der Kauf wirklich lohnenswert ist, ob ihr das Geld wirklich dafür ausgeben sollt. Die Playlist von meinem Christian Checkt von der ersten Karte an, also von der ersten Video an, noch sehr, sehr alte und sehr peinliche Videos findet ihr oben in den Infokarten. Das heißt eben auch, dass ich nichts per se gegen Konsum habe, aber sinnvollen Konsum. Und das Sinnvoll bestimmt sich für mich eben dann nicht mehr durch das Glücksgefühl, weil dieses einfach ja, im radikalen Missverhältnis zu kostenlos generierten Glücksgefühlen stand, sondern nur durch den wirklich praktischen Nutzen. Und da sind wir zum Beispiel bei Themen wie, brauche ich das neueste Smartphone? Was ist der praktische Nutzen des neuesten Smartphones? Ja, da werdet ihr sagen, da werdet ihr wenig finden, was der praktische Nutzen ist. Ne? Eine verbesserte Kamera. Ne? Sowas könnte man dann anführen. Und sowas. Aber was ihr wirklich braucht, ne? Und was wichtig ist, ne? Das ist eben das, wo man dann wirklich bewusster wird. Und dann sind wir eigentlich schon beim Thema Minimalismus. Nur wirklich sich auf das praktisch Relevante zu beschränken und die Zeit zu nutzen, bewusst, um sich eine konstante Zufriedenheit zu generieren. Zum Beispiel mit einer ja, Arbeit oder um eine, ja, eine Arbeit, die vielleicht nicht so viel Geld bringt, die aber eine konstante Zufriedenheit aufbaut, die natürlich dann auch Zeit kostet für die Zufriedenheit, aber die dann auch idealerweise wenigstens so viel Geld erwirtschaftet, dass man davon leben kann. Ne? Das gehört dann eben auch zu Minimalismus. Und auch zu erkennen, dass Besitz durch Angst des Verlusts, Reparaturen oder andere Dinge konstant auch ein Herd der Unzufriedenheit ist, also dem, was man eigentlich erreichen möchte, zufrieden zu sein, entgegensteht. Besitz verpflichtet, sagt ja auch ein Sprichwort und das zu Recht. Ich sehe täglich genau bei diesen Themen sich die Menschen selber betrügen und belügen. Aber meistens sind diese Menschen einfach nur nicht mehr in der Lage, ihre Zufriedenheit ohne Geld auszulösen und sind einerseits dann gewöhnt und andererseits auch abhängig von Glücksgefühl auslösenden Geldausgeben geworden. Konsum mutiert zur Sucht und wird durch Marketing ja immer mehr angeheizt und aus Selbstschutz und Verblendung werden genau wie die Veganer von den Fleischessern als neumodischen Trend ohne Substanz gesehen werden, die Minimalisten oder die Minimalismus-Affinen von den Konsum-Junkies als nerviger Trend abgetan. Einzig und allein als individueller Protektionismus, um nicht den geldabhängigen Affen im Genick zu erkennen, der einen mit Schlägen auf den Hinterkopf immer weiter durchs Leben treibt. Minimalismus bis hin zur Askese hat bewusstseinserweiternden und zufriedenheitsgenerierenden Charakter, wenn er aus einer gesunden Geisteshaltung initiiert wurde, also aus der, die ich euch geschildert habe. Und entsprechend meiner Erfahrung, entsprechend meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, habe ich eine große Sympathie für Minimalisten, auch wenn ich selber noch sehr viel Potenzial habe, mich zu minimalisieren. Aber ich denke, das ist auch ein Prozess. Ich meine, ich bin von einer 200 Quadratmeter Wohnung über eine 130 Quadratmeter Wohnung auf jetzt eine 28 Quadratmeter Wohnung gewechselt und habe schon entsprechend sehr viel Hab und Gut auf diesem Wege verloren, bewusst verloren. Und ja, auch noch das Gefühl, dass die Reise noch nicht beendet ist und ich zum einen ja eventuell noch oder sagen wir es andersrum, die Reise ist deshalb nicht beendet, weil ich ja zum einen auch immer noch Dinge kaufe, die man sich eventuell hätte sparen können, also wo eben auch dieses Glücksgefühl ist, oh, gleich will ich haben. Das sind meist kleinere Dinge. Egal ob sie 1-2 Euro kosten, aber das ist ja genau dasselbe Schrutz, sage ich mal.
Also das zum einen und zum anderen Dinge, die ich in meinem Besitz jetzt noch habe, die ich einfach aufgeben sollte, die ich eigentlich nicht wirklich brauche, ne? Die auch kein Glück generieren, die einfach nur dastehen. Ich bin also ein großer Befürworter des Minimalismus und kann nur jedem bewussten Menschen empfehlen, sich damit intensiv auseinanderzusetzen, um raus aus dem Strudel zu kommen, in den so viele Menschen gefangen sind. Eine Arbeit zu machen, die man nicht mag, um sich Dinge zu kaufen, die man nicht braucht. Nur weil man dieses kurze Glücksgefühl nicht in Relation setzt zu den Dingen, die man ohne Geld bewerkstelligen kann. Oder eben die Fähigkeit dafür komplett verloren hat und ohne Geld ja, einfach nur ein kleines Häufchen Elend ist, was ich nicht zu helfen weiß. Ich habe konsumiert, was das Zeug hält. Und statt einer Million jetzt noch 2000 Euro auf dem Konto. Aber wisst ihr was? Ich bin zufrieden. Ich generiere Glück durch Idealismus, soziale Kontakte und eine Lebensaufgabe, wofür ich ja, wirklich kaum Geld brauche. Unnötiger und Glücksgefühl erzeugenden Konsum zu betreiben, das stumpft ab. Daher aus meiner Seite ein Hoch auf dem Minimalismus, denn er führt die Menschen wirklich wieder die Dinge vor Augen, die er braucht und lässt sich nicht durch den Strudel des Marketings und der Dynamik der Menschen, die dem unterliegen, instrumentalisieren. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bin gespannt auf eure Erfahrungen zum Thema Konsum und den damit zusammenhängenden Glücksgefühl und deren Wert, was ja Grundlage quasi bei mir für den Minimalismus gewesen ist. Wir sehen uns morgen wieder oder in den Kommentaren. Euer Christian. Tschüss.